Wer meinen Kanal hier verfolgt, weiß, ich suche für euch immer auch neue Produkte raus, auch im Thema Low-Budget-Bereich. Und dass günstig oder preiswert nicht immer schlecht bedeutet, haben wir ja schon an vielen Produkten bewiesen. Aber wir haben auch schon gesehen, dass sehr günstige Produkte auch wirklich manchmal Schrott sein können. Und in diesem Bereich will ich euch mal ein neues Produkt vorstellen. Ich zeige euch noch einmal ein zweites, aber das machen wir in einem separaten Video. Hier haben wir mal von, und der Name ist ja schon geil, ne? Lest euch mal den Namen durch. Was soll denn das sein? Dancing Boar? Wer kommt bitte auf so einen Namen? Was soll das bedeuten? Klärt mich mal auf. Also hier, von Dancing Boar, die Snow Foam Lens. Sagt euch, hä? Schaumkanonen gibt es da schon ohne Ende. Und das ist richtig. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Erstmal, der Kopf sieht erstmal noch völlig standardmäßig aus. Hier in schwarz-gelb, vorne die kleine Platte drin, um das Schaumbild einfach zu verbreitern oder zu verschmalern. Und hier oben Zufuhr vom Wasser, beziehungsweise dann halt könnte das Schaumbild damit ändern. Und bevor wir gleich zum ganz spannenden Teil kommen, erstmal hier hinten der Anschluss. Für Kärcher gibt es auch mit verschiedenen Anschlüssen, wird hier einfach drauf gedreht, dichtet sich dann auch konisch ab. Funktioniert auch problemlos. Ihr könnt euch den Kärcheradapter dann in die Position drehen, wie ihr das braucht für eure Schaumkanone. Bei manchen muss das nach oben stehen, bei manchen muss das so zur Seite stehen. Und je nachdem, was ihr da für eine Hochdruckreinigerpistole habt, ist das da auch sehr unterschiedlich. Schön festdrehen und bei wem das dann immer noch tropft, einfach mal ein bisschen Dichtband dazwischen machen, dann geht das problemlos. Hier bei der Schaumkanone ist kein Dichtband dabei. Und jetzt guckt euch das Ding hier mal an. Also insgesamt von der Verarbeitung her, von der Aufmachung her, vom Style. Hier unten habt ihr noch einen kleinen Filter, den ihr einstecken könnt. Da ist auch hier ein kleines Filternetz dran. Auch das funktioniert problemlos. Müsst ihr nochmal richtig draufstecken. Und dann kennen wir das wie bei den anderen Schaumlanzen auch. Kommt hier rein, Schlauch geht bis runter. Und hier habt ihr einen schönen, transparenten Sammelkörper. Also es ist kein billiges Plaste, was du hier komplett, also es ist ein bisschen formbar, beziehungsweise komprimierbar, aber es ist nicht so, dass das irgendwie splittert oder irgendwie einen instabilen Eindruck macht. An der Seite habt ihr auch eine Skaleneinteilung von, die geht wirklich von 100 bis 1000, ich hoffe, das lässt sich ein bisschen erkennen, von 100 bis 1000 ml. So von der Aufmachung her, finde ich, macht das schon mal einen guten Eindruck. Aber ob das Teil auch gut funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal mit dem Hochdruckreiniger an. Damit wir die Schaumkanone auch gebührend testen können, habe ich mir mal hier das schmutzigste Gefährt aktuell rausgesucht, was zur Verfügung steht. Und ja, Zero Force Pistole am EVA Hochdruckreiniger. Und ihr habt ja den Kärcher Bayonettverschluss. Das heißt, ihr könnt es mit dem EVA Hochdruckreiniger nutzen oder natürlich auch ganz normal den Kärcher Hochdruckreiniger. Hier die Schaumlanze. 500 ml Wasser und ich habe hier vom Yeti Pearl Snow Foam einfach mal ungefähr 35, 40 ml reingemacht. Sehr, sehr hoch konzentriert, sehr dickflüssig. Das heißt, wenn ihr den hier drin nutzt, dann definitiv das Ganze auch richtig schön durchschütteln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und beim ersten Testen, ich habe es ja kurz mal ausprobiert, dass auch alles klappt und nichts irgendwie defekt ist. Worauf ihr aber achten müsst, ist hinten, dieses Anschlussstück ist 360 Grad drehbar. Lässt sich nicht rausschrauben, nicht reinschrauben, sondern es ist einfach so gemacht, dass die Schaumkanone, wie auch bei vielen anderen, einfach immer auch nach unten hängt und nicht zur Seite gedreht werden muss. Damit habt ihr auch theoretisch kein Problem, wenn ihr das dann hier in die Kanone reinmacht. Aber jetzt hier bei der Zero Force Pistole kommt ein kleiner Knackpunkt. Und zwar hier vorne, dadurch, dass es ja drehbar ist, müsst ihr, wenn ihr das hier reinsteckt, einfach ein bisschen aufpassen. Müsst ihr es hier mit dem Daumen fixieren. Guckt vorher nochmal schnell in eure Zero Force. Seht ihr, das ist ein bisschen schräg, das heißt hier so rein. Und jetzt müsst ihr das richtig reindrücken und das so entgegendrehen, dass sich das einhakt. Also das funktioniert schon, aber auch beim Rausmachen, seht ihr hier, müsst ihr so ein bisschen mit dem Daumen festhalten. Sonst bekommt ihr das nicht hier richtig in der Kanone fixiert. Also rein, festhalten mit dem Daumen und dann eindrehen. Und dann seht ihr hier, die Kanone schwankt hin und her. Ihr könnt auch hier voll auf Flammenwerfer machen oder was auch immer. Aber wichtig ist, dass ihr kontrolliert, dass das richtig fest ist. Die Funktion mit dem Festdrehen könnt ihr euch auch sparen, weil das überhaupt keinen Effekt bringt. Also das ist völlig irrelevant, könnt ihr hier die Funktion abschreiben. Ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, das hier muss richtig schön fest sein. Obwohl die Schaumlanze so ein bisschen wackelt hier, seht ihr das? Testen wir jetzt mal, ob hier vorne Schaum rauskommt. Und ansonsten machen wir volle Zufuhr und los geht's. Eieiei. Also Schaumbild ist ultra stabil, richtig schön dick, gefällt mir gut. So, und jetzt machen wir mal hier ein bisschen breiteren Nebel. Ich gehe auch kurz mit der Dosierung mal ein Stück zurück.
Dann habt ihr nur diesen wässrigen Schaum. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich denke mal, ihr könnt hier mit voller Zufuhr arbeiten. So, also alles gleich im Umfeld direkt mit eingenebelt. Also hier ungefähr noch 100 ml sind jetzt drin von 500. Also ihr habt doch einen relativ hohen Verbrauch, wenn natürlich volle Zufuhr geht, ganz klar. Aber ich finde, vom Schaumbild her geht das absolut klar. Und vom Sprühbild her geht es auch voll in Ordnung. Ich würde dann beim Auto einfach komplett den Liter voll machen und hier ungefähr so 40, 45 oder 50 ml nur vom reinmachen. Dann habt ihr hier richtig Schaumparty. Also ihr könnt echt ausreichend sprühen. Ich denke mal, ihr werdet vielleicht sogar, wenn ihr schnell seid, auch mit 500 ml komplett rumkommen. Also Schaumbild in Ordnung, auch komplett dicht, tropft nichts raus. Alles gut einstellbar. Also von der Seite her, alles in Ordnung. Top soweit. Also insgesamt Schaumprüfung bestanden, würde ich sagen. Schaumbild geht absolut in Ordnung, so wie man das auch von den deutlich teureren Schaumkanonen kennt. Von der Einstellbarkeit ist alles dran, was wir brauchen. Verbrauch ist genauso wie bei den anderen auch. Also wenn hier voll oft dreht, dann zieht es natürlich auch den Snowfoam ruckzuck leer. Macht bitte den Snowfoam hier nicht pur rein. Also nicht hier 500 ml Snowfoam pur, sondern macht 500 ml Wasser und ja, je nach Foam zwischen 35 oder 30 und 50 ml reicht völlig aus. Und bei einem Liter könnt ihr das auch gerne mal probieren. Ihr könnt hier oben ein bisschen mit der Dosierung spielen und der Wassermischung sozusagen, wie viel mitgezogen wird. Dann könnt ihr euch euren Snowfoam ganz einfach selbst zusammenstellen. Ja, das werde ich jetzt mal richtig schön absteuern hier, das Gefährt, damit es wieder halbwegs sauber ist. Und wenn ihr Fragen habt hier zur Schaumkanone, dann gerne unten in die Kommentare rein. Insgesamt, das Paket stimmt, nichts undicht, lässt sich auch hier schön am Gewinderring verschrauben. Nichts klappert, ist alles fest, ist alles trocken. Keiner Stelle kommt irgendwie Wasser raus. Also die Schaumkanone hat vor allen Dingen, also die Schaumkanone ist im Gegensatz zu den anderen günstigen Modellen, die wir bisher gezeigt haben, wirklich im Moment so das Beste, was es so in dem Bereich gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal wieder eine kleine Schaumparty, Schaumkanonentest. Hat es auf jeden Fall bestanden, werde ich in Zukunft auch immer weiter für euch mit nutzen. Ich puste jetzt hier mal den Rest des Quads ab, damit es wieder sauber wird. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.